Ich habe gesagt, ich fange mal hier drin an, weil ich das Gefühl habe, die arme hintere Hälfte des Raums wird heute sehr wenig Aufmerksamkeit. Die Dame vor mir lächelt mich schon ganz freundlich an. Hallo, ich weiß nicht, wie heißt denn du? Ah, du bist am Essen. Entschuldigung. Ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Impro-Trainer. Wer von euch, und ich möchte das mal gerne nicht per Handzeichen machen, das ist mir ein bisschen zu dämlich, sondern durch Klatschen. Wer von euch hat denn schon mal eine Impro-Show gesehen? Der soll jetzt mal klatschen. Sehr schön. Die Essensfrau. Für alle anderen, die das noch nie gehört haben, das ist recht geil. Das ist nämlich Theaterspielen ohne Textler. Die Idee davon ist, wir gehen auf die Bühne und wir machen einfach das, was in dem Moment für uns und für die anderen Leute passiert und hoffen einfach, dass das gut kommt. Das ist die Idee von dem Ganzen. Das Coole daran ist, dass ich mich nicht vorbereiten muss, sondern ich muss einfach nur jetzt hier bei den Leuten sein. Und irgendjemand müsste mir mal meine erste Slide machen, weil ich bin ganz stolz. Ich habe seit 10 Jahren das erste Mal in meinem Leben wieder eine PowerPoint-Präsentation gemacht und habe dann so ein Standardportfolio aufgemacht und dann stand da, eine gute Präsentation hätte hier einen Titel. Habe ich schon mal sehr gut gefunden, dachte ich, das muss ich nicht ändern, das ist schon mal sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten. Ja, aber stattdessen bin ich jetzt hier. Und das ist mega schön, weil alles, was ich vorhatte, euch zu sagen, alle Themen haben andere Leute heute schon mal gesagt. Ihr müsst eine Geschichte haben, damit die Leute dabei sein. Ihr müsst die Brust draus machen, dann wirkt er selbstbewusst. Ihr müsst Emotionen transportieren, dann finden das die Leute super. Und dann habe ich zur Pause gesagt, ja gut, dann kann ich nach Hause fahren. Und dann hat der Patrick gesagt, ich darf nicht nach Hause fahren, ich muss hier bleiben. Dann habe ich gesagt, ich mache einfach jetzt was mit euch hier. Weil das ist das, was ich kann, das ist das, was ihr alle könnt. Ihr seid alle hier, ihr seid alle nicht woanders, ihr seid hier, wir können was miteinander machen. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch spielen. Das Erste, was ich mit euch spielen möchte, ist ganz einfach. Ich werfe euch 2 Begriffe zu, zähle auf 3 und dann ruft ihr mir einfach so laut ihr könnt, ich möchte, dass das vielleicht der Kronleuchter hier runterfällt, so laut ihr könnt, ja, die Leute hier können schon mal ein bisschen weggehen, so laut ihr könnt, ruft ihr mir euren Favoriten zu. Alles klar? Wir machen mal ein Beispiel, ich glaube, es ist einfach. Deutschland oder Österreich? 1, 2, 3. Österreich! Ja, danke schön. Cola oder Kaffee? 1, 2, 3. Cola! Alright, eine sehr enthusiastische Kaffeedame direkt neben mir, aber der Rest war für Cola. Internet oder Fernsehen? 1, 2, 3. Internet! Yes, im Fernsehen ist tot. Internet killed the Fernsehstar. Oh, Niederösterreich oder Oberösterreich? 1, 2, 3. Oberösterreich! Oh, das war ja noch stärker als Österreich-Deutschland. Ich hatte mir noch ein schönes überlegt und zwar, ich habe schon wieder vergessen, macht nichts. Oh ja, Hamburger oder Pizza? 1, 2, 3. Pizza! Okay, gut, ich möchte ein zweites, ganz einfach. Hä? Hey, danke, brauche ich nicht, gebe ich dir zurück. Danke. Ganz einfach, ihr dürft bei mir, müsst ihr euch nie melden, ihr dürft immer klatschen und da reinbrüllen, das ist vollkommen okay. Ich rede dann einfach mit euch und ich weiß auch nicht, ich habe Schokolade. Ich kann Schokolade verschenken. Und wir machen ein kleines Spiel, und zwar das. Wer von euch hat die letzte, was war es, Europa- oder Weltmeisterschaft? Europameisterschaft gesehen. Jetzt noch mal klatschen. Und ich bin so ein bisschen inspiriert, ne, von den Isländern, wer sich an das erinnert, so, ho, oh, ja, wow, der Junge hat extrem lange Arme, wow. Kannst du das nochmal machen? Ja, ja, mach's nochmal. Oh, wow, ich wünschte, ich hätte so lange Arme. Wir machen das immer folgendermaßen, weil ich nicht so lange Arme habe. Immer, wenn ich meine Arme kreuze, klatscht ihr in die Hände, ist gut? Alright, mal gucken, ob man es hinkriegt. Wer hat's kommen sehen? Jetzt die andere Richtung. Oh, wow, ihr seid besser als die normalen Schweizer, die kriegen das nicht so gut hin. Ich möchte, jetzt haben wir alle mal gemerkt, wir können klatschen, wir können Lärm machen, ist alles vollkommen okay. Ich möchte jetzt ein Experiment wagen. Für das Experiment bräuchte ich 2 Leute, die mit mir auf die Bühne kommen, die mir helfen. Ich habe das nicht wie andere Leute vorher abgesprochen, ich nehme einfach die ersten 2, die zu mir kommen wollen. Ja, komm her! 1. Ich habe Schokolade. Oh, komm du, der andere war schon mal. Ja, muss die Dame. Gut. Das ist total schwer. Klatsch mal für die beiden. So, folgendermaßen. Habt ihr beiden schon mal, ich brauche das Mikrofon.
Ihr seht das. Oh, wow. Klink. Möchtest du mal ins Mikrofon reden? Ja. Sehr gut. Und du? Und du? Schokolade. Ah, sie ist nur wegen meiner Schokolade da. Ich dachte, wegen meinem guten Aussehen. Habt ihr schon mal High Fives gemacht? Ja. Hast du schon mal High Fives gemacht? Ja. Hervorragend. Was, das funktioniert ganz schlecht bei High Fives. Weil sonst, wir können mal so machen, das wäre auch lustig. Hey, hey. Okay, gut. Ich möchte Folgendes ausprobieren. Mach doch du mal so. Und mit der anderen Hand so. Andersrum. Und du machst dasselbe. Und ja, so. Genau. Und jetzt probieren wir mal Folgendes aus, okay? Wow, ist das schwer. Klingt einfach. Ihr werdet es gleich alle machen. Und dabei machen wir Folgendes. Wir zählen auf drei. 1, 2, 3. Ja, alle gemeinsam, oder? Alles gut? Und bereit? Und 2. Genau. 1, 2, 3. Ja, kein Thema. Ich habe es furchtbar schlecht erklärt. Gut. Und 1, 2, 3, 4. Nein, 1. Aber sehr gut. Es wäre eigentlich 4, aber in dem Fall ist die Welt endlich. Gut. Wir probieren das jetzt mal. So. Ich möchte jetzt mal kurz, dass alle, mal gucken, ob das vom Magen funktioniert, alle aufstehen. 1, 2, 3. So, das wäre gut so zum Aufnehmen für irgendwelche. Macht mal alle so. Ja, ihr könnt da so über die Grenzen der Gänge hinweg. Ja? So, wir fangen gemeinsam an, weil dann haben wir auch was zu gucken. Ja, genau. Und wir versuchen das mal zusammen. Wir zählen. Wir zählen alle gemeinsam auf 3 und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist lustig aus da vorne, oder? Mann, das ist 3, 1, 2, 3. Vielen Dank. Gut, klatsch, klatsch. Ihr dürft gerade hier bleiben. So. Patrick, machst du mir mal die Schokolade auf? Dankeschön. So. Warum ist all dieser. Der eine ist immer noch am Üben. Yay! So wie damals im alten Ägypten. Deswegen sind die Hieroglyphen so. Und die haben die ganze Zeit. Blödsinn. Weil das ist für mich das Wichtigste im Präsentieren. Ich verstehe alle Tricks von Offenstehen und Hände nicht in die Nähe seines Knies bringen. Für mich ist das Wichtigste, dass du hier mit den Leuten bist, die da sind. Deswegen tut sie euch auch die ganze Zeit. Und solche Spiele zu zeigen, oder die Person ist nicht gefährlich, ich bin nicht gefährlich. Bist du gefährlich? Ja. Oh, er ist gefährlich? Mit ihm nicht high-pfeifen, er ist gefährlich. Dass wir was zusammen machen wollen. Und eine Sache, die ich gerne mit euch als kleines Spiel, das machen wir auch auf der Bühne zusammen machen möchte, und das habt ihr wahrscheinlich noch nie gemacht, ist, wir erzählen eine Geschichte zu dritt. Wir erzählen sie aber ein Wort nach dem anderen. Kommt mal mit mir nach vorne, komm mal hier nach vorne, dann sind wir viel näher an den Leuten und können den Patrick da von oben in die Nase reingucken. Und wichtig ist, dass wir das Mikrofon weitergeben, damit ihr euch hört. Ja. Also wir beginnen mit erstem Wort, zweites Wort, drittes Wort und so weiter. Ich hätte gerne von, die Dame mit den wunderschönen feuerroten Haaren da in der Mitte. Sie wissen genau, wen ich meine. Ich hätte gerne von dir gewusst, ein Substantiv, ein Nomen, das mit M anfängt. Ein Nomen, nicht ein Name, sondern irgendein Hauptwort. Maus. Maus. Ich hätte gerne von dir ein Adjektiv, das mit K anfängt. Kicken. Kicken. Also kicken ist bei mir ein Verb, das macht aber nichts. Unsere Geschichte heißt, und jetzt, meine Damen und Herren, Sie sehen die Weltpremiere der Geschichte, die kickende Maus. Und wir gucken mal, wie das funktioniert. Und wenn ich so mache, heißt es einfach klatschen, dann sind wir nämlich fertig. Alles klar? Gut, wir fangen mit dir an. Die Maus. Immer nur ein Wort aufs Mal. Maus. Ging. Kicken. Zum. Fußballplatz. Spielen. Bell. Sie. Weil sie. Spielt. Den? Einfach bei mir bleiben. Vergiss an die, bleib bei mir. Sitz. So. Das ist wahnsinnig schwierig. Und wir versuchen,
Wenn wir ihn unterstützen wollen, wir wollen ja alle eine coole Geschichte hören. Wir unterstützen uns alle drei, wenn wir uns ein bisschen hören. Also, die Geschichte ist so: Die Maus ging auf den Fußballplatz, weil sie spielt. Das macht total Sinn. So könnte eine Geschichte total gut anfangen. Wir kommen mal noch ein bisschen näher, ihr zwei, weil sonst muss ich mich immer so weit. Komm mal ein bisschen näher. Komm, ich beiß nicht, wirklich nicht. Guck da. Können wir gerade schon machen. Gut. Also, die Maus ging zum Fußballplatz, weil sie spielen wollte. Wie geht die Geschichte weiter? Die Maus? Also, wollte? In den Wald gehen. Sehr gut. Kreativ. Jetzt. Jetzt haben wir den Anfang unserer Geschichte. Es gibt eine Maus, die spielt Fußball. Und sie ging dann in den Wald. Was ist jetzt passiert, wo die Maus in den Wald gegangen ist? Sie traf. Ein Mann. Namens? Hubertus. Sie traf einen Mann namens Hubertus. Ja, er macht's. Ja. Ja. Und? Legte, ja. Ihm? Ein Bleistift. Auf? Den Kopf. Yes! Sehr gut. Gut. Ich fasse mal unsere Geschichte zusammen. Wir haben unsere kickende Maus, die in den Wald gegangen ist, dort einen Bleistift einem Mann namens Hubertus auf den Kopf gelegt hat. Hey, ich habe Pixar-Filme gesehen, die haben weniger Sinn gemacht. So. Jetzt, was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit diesem Hubertus und dieser Maus? Ich fange mit dir an. Was passiert jetzt? Es ging sofort auf schnell, oder? Ja, ja, es ging sofort auf schnell los. Ja. Wie geht die Geschichte? Es ging sofort auf schnell los. Beginnt einfach einen neuen Satz mit irgendeinem Wort. Ja. Ihm ging es los. Ja! Ihm ging es los. Ich fasse mal unsere kleine, wir sind fast fertig. Ich fasse unsere kleine Geschichte mal so zusammen. Ich fülle mal die Lücken aus. Wir hatten eine kickende Maus, die ging mit ihrem Bleistift in den Wald, traf dann einen armen Mann. Ich glaube, der hatte furchtbar Verstopfung. Und dann hat sie ihm ein Bleistift auf den Kopf gelenkt und dann ging es ihm los. Sehr gut. Wir haben eine fantastische kleine Geschichte. Jetzt. Wir kommen jetzt noch. Wir erzählen noch die Moral. Und dann, wir machen einen Satz mit: Die Moral der Geschichte ist, es muss sich nicht reimen, aber welche Moral hat die Geschichte? Alles klar? Das erste Wort ist die. Die. Moral hat nichts mit dem Bleistift zu tun. Yeah! Wie heißt ihr beiden? Bianca. Und Luca. Meine Damen und Herren, Bianca und Luca, Sie dürfen runtergehen, ihr dürft ihn nochmal klatschen und ihr dürft euch beim netten Patrick Schokolade abholen. Bianca und Luca! Hey! Es ist absolut wahr, ich saß gestern auf meinem Sofa, habe diese PowerPoint-Präsentation gemacht. Wieso ist meine Präsentation weg? Ich muss es einstecken. Ah ja, irgendjemand wird das jetzt schon für mich reparieren. So, was ich euch zeigen würde, wenn mit was gerade passiert da was? Yes! Deswegen sollte man sich niemals Impro-Spieler als Keynote-Speaker einladen. Nichts funktioniert und sie machen alles anders. Was ich euch erzählen wollte, wenn ihr irgendwas irgendwem irgendwie erzählen müsst, und ich sage euch aus eigener Erfahrung, ich möchte nicht, dass ihr das als Ratschlag mitnehmt, ich sage es euch trotzdem, ich habe als junger Mensch sehr viel gelogen und bin sehr weit damit gekommen, dass ich meiner Mutter Geschichten erzählt habe, die nicht so ganz passiert sind. Sie hat sie dann trotzdem immer rausbekommen. Aber was ganz wichtig für jede Art der Geschichte ist, ist, dass eine Geschichte einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss hat. Klingt total banal, ist es auch, aber ist total hilfreich. Wenn ihr euch überlegt, ist die Maus, das ist der Anfang der Geschichte. Wir haben eine Maus, die geht in den Wald. Dann in der Mitte passiert etwas, sie legt einem Typen einen Bleistift auf den Kopf. Glaub mir die Geschichte nicht, das ist eine super Geschichte. Und der Schluss ist, dass der Mann endlich wieder sich erleichtern darf. Alles kann ich so denken und es hilft mir extrem, um zu gucken, was ich als nächstes machen muss. Und ich möchte mit euch jetzt sechs ganz einfache Sätze lernen, mit denen ihr eine Geschichte erzählen könnt. Am Anfang ist es, wie jeden Tag ging die Maus auf den Fußballplatz. Ich habe Animationen erstellt. Bis eines Tages sie sich entschloss, in den Wald zu gehen. Irgendwas hat sich verändert.
Und dann traf sie einen Mann und dann lenkte sie dem Mann ein Bleistift auf den Kopf, bis schlussendlich er sich wieder erleichtern konnte. Und seitdem ist die Maus nie mehr in den Wald gegangen, weil alles hat furchtbar gestunken danach. Eine ganz einfache Idee, wenn ihr diesen Satz führt. Ich möchte noch ein Beispiel nennen und nochmal per Applaus. Ich habe lange überlegt, was ist eine Geschichte, die wahrscheinlich wir alle kennen würden. Können wir alle klatschen, die Spider-Man kennen? Yes. Danke. Nur mal so als Test, wer von euch hätte Herr der Ringe gekannt? Okay. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, ich habe Spider-Man genommen. Vor allen Dingen, weil dieser junge Mann sehr aussieht wie ich. Das ist Peter Parker. Wie jeden Tag ging der kleine Peter Parker an sein Studium, machte seine Experimente. Hey, Animation, hallo. Bis eines Tages ein unglaubliches Experiment passierte, eine Spinne Peter Parker biss und Peter Parker sich in Spider-Man verwandelte. Und dann, das ist nicht, wie heißt der junge Mann? Weißt du das? Na, er. Weiß jemand, wie das heißt? Wie er heißt? Einfach rufen, brüllen. Das ist Dr. Octopus, wo ist mein Schokoladenlieferant? Der ist weg, hol dir später Schokolade ab. Er ist gerade nicht da, ich sag dir später. Bis Doktor, und dann verwandelte sich Dr. Octopus durch ein anderes problematisches Experiment in ein Monster. Und dann flog Spider-Man ein bisschen durch New York, rettete die Welt. Bis! Hey, du bist cool, der geht einfach hin und nimmt die Schokolade selber. Geiler Typ! Bis schlussendlich, keiner interessiert sich für meine Geschichte, bis schlussendlich Spider-Man gegen Dr. Octopus kommt und seitdem küsst Spider-Man seine Freundin. So einfach ist das. Ich möchte das jetzt gerne ein Experiment wagen und der Patrick, der es organisiert hat, hat gesagt, tu das unter gar keinen Umständen, das ist eine total beknackte Idee. Ich möchte Folgendes ausprobieren und zwar... Jeder von euch hat ja irgendeine Person, die gerade neben ihm sitzt, neben ihr sitzt. Die Dame hier boykottiert meinen Vortrag. Schnappt euch jemanden, der neben euch sitzt und erzählt der Person jetzt alle gleichzeitig den letzten Film, den ihr gesehen habt, genau mit diesen 6 Sätzen. Probiert das einfach mal aus. Auf die Plätze, fertig, los. Sie haben keinen Partner, Sie können es mit mir machen. Da. Was ist der letzte Film, den du gesehen hast? Hm? Welcher? Du Bastard. Du weißt es nicht. Gibt es einen Film, den du kennst? Star Wars. Erzähl ihm mal die Geschichte von Star Wars in den 6 Sätzen. Ja. Ich jogge ein bisschen durch den Raum. Ich jogge ein bisschen durch den Raum. Hey, hallo da oben! Ja, hier im Lenker sieht mich nicht. Ja, bitte. Alright! Achtung! Sehr gut. Liebes Lehrerkollege im Raum, den Trick können Sie mit nach Hause nehmen, in Ihrer Klasse ausprobieren, der funktioniert überall. Gibt es irgendjemanden, der für... Haben wir noch Schokolade, Patrick, oder ist alle Schokolade schon weg? Ich brauche mehr Schokolade, liebe Organisatoren. Haben wir jemanden, der mit mir auf die Bühne kommen würde und mir seine Geschichte... Du willst mir deine Geschichte erzählen? Nein, die will ich auch nicht hören. Ich will es mal jemand anderen. Ja, komm her! Du hast ja schon mal. Wow, lass mal meinen, lass mal nochmal. Wow! Du bist gefährlich. Wie heißt du? Ich spiel jetzt mal rein. Ich heiße Herbert. Nein, du heißt nicht Herbert. Heißt du wirklich Herbert oder heißt Nein. du Thomas? Ich heiße Thomas. Das, meine Damen und Herren, den jungen Mann werden Sie in ein paar Jahren im Fernsehen sehen. Ich prophezeie Ihnen das. Nehmen wir es mal. Erzähl mir nochmal in dem Stil den letzten Film, den du gesehen hast. Oh, ich habe wirklich viele Filme. Dann erzähl mir irgendeine Geschichte, die du mal irgendwann gesehen hast, in dem Stil. Und erzähl es dem Publikum. Das ist eigentlich ganz schwer. Also wir fangen an mit wie jeden Tag. Auf der Bühne fallen mir zu solchen Sachen ein. Ja, ist gut.
Wir probieren was anderes. Kennst du, ich mach dir einen Filmvorschlag, ist gut. Okay. Kennst du Finding Nemo? Yep. Yes! Dann erzähl mir nochmal die Geschichte, so gut du kannst. Ob es stimmt oder nicht, ist vollkommen egal. Finding Nemo in dem Stil. Okay. Wie an jedem Tag ist irgendein Clownfisch mit seinem Sohn, hat auch eines Tages der Clownfisch der Ruhe in die Schule muss. Und dann ist er mit einem Rochen in den Riss geflogen. Vor Leid gefangen worden sind und der Vater hat ihn gerettet und bis schlussendlich der Bub wieder bei seinem Vater war. Und seitdem haben sie glücklich zusammengelebt und dann ist es super passiert. Wow! Wow! Hey! Genauso kann man die Geschichte sehen. Meine Güte, ist das beeindruckend. Ich möchte gerne was, wenn ich dich gerade hier oben habe, gerne was mit dir ausprobieren, wenn ich darf. Das war ja mein erster Teil. Ich habe erzählt, dass, wurde ja schon vor mir erzählt, Geschichten sind gut und hilfreich, um weiterzukommen. Jetzt, ich bin leider hier, ich würde dich bitten, und du kannst auch Nein sagen, das ist vollkommen okay. Ich würde dich bitten, dass du uns eine Geschichte erzählst, über dich persönlich, eine wahre Geschichte, die über dich wahr ist. Sie muss überhaupt keine große Bedeutung sein, sie kann genauso unbedeutend sein wie: Gestern bin ich für meine Freundin Avocado einkaufen gegangen und meine Freundin mag keine Avocados. Und dann, na, das wäre jetzt ziemlich dramatisch. Sie kann, wie ein Socher, die dort hat. Wie sagt sie, wie ein Socher, die dort hat? Ich habe kein Wort verstanden, was du gesagt hast. Das hört sich wie eine Sache an, die ich tun würde. Ja, ehrlich, das heißt geil. Wo kommst du her? Aus so einem kleinen Kaff, damit es Pfaff steht. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Erzähl uns doch mal. Und versuchst dem Publikum zu erzählen, ich bin gerade da unten, eine kleine Geschichte aus deinem Leben. Hast du eine Geschichte oder brauchst du eine Inspiration? Ganz ehrlich, in meinem Leben passiert nichts, ich sitze nur im Haus. Dann erzähl uns eine Geschichte, warte. Erzähl uns eine Geschichte, die mit irgendetwas zu tun hat, das in deinem Schlafzimmer, in deinem Kinderzimmer ist. Wow! Hast du etwas? Ein Geschenk, das du mal bekommen hast. Echt überlegen. Das ja, ist ja, eine schwere Frage. Du, jeder, der lacht, der kann gerne mal hier hochkommen und vor 400 netten Menschen ein bisschen reden. Ganz ehrlich, kämpf bitte hoch, ich bin sehr einsam. Ah, okay. Es ist sehr, sehr einsam auf so einer großen Bühne ganz allein. Ja. Ich glaube, wenn du mir aufgekommen. Ja, ja. Will wird ihm jemand helfen? Komm, möchtest du ihm helfen kommen? Ihr könnt nicht andere Leute vorschlagen. Ja? Oh, und ich hab einen! Meine Damen und Herren, ich habe jemanden. Klatsch mal für. Ja, yeah, Sie können nicht andere Leute vorschlagen. Ich hab den da. Meine Güte, also wenn man uns, guck mal, so nebeneinander stellt, sehr gut aussehen, Halbhemd, kein Hemd, so ungefähr. Wir machen das jetzt anders. Und zwar, du erzählst eine Geschichte. Ich brauche noch ein Mikrofon. Ich habe keine Mikrofone mehr. Macht nichts. Ich möchte, dass du, Thomas, ihm eine Frage stellst und du beantwortest diese Frage mit einer Geschichte aus deinem Leben. Ist gut? Okay. Wie heißt du? Sebastian. Wow, Sebastian hat eine schöne Stimme. Alright. Thomas, stell ihm Sebastian mal eine Frage, die dich wirklich ganz ehrlich über Sebastian interessieren würde. Wieso trägst du eine Brille? Die Antwort ist, weil seine Augen schlecht sind. Mach etwas, was mit ihm als Person was zu tun hat. Was sie an ihm als Menschen interessieren könnte. Hey, danke, Mikrofon, Mann. Schon deine Haare immer so gelenkt hast oder nur heute? Wow! Erzählst du Geschichte bevor? Ja. Böser Junge, alright. Erzählst du Publikum, ja. Ja. Aber leider ist er bisher damit erst halt nach dem ganzen Speaker-Day und darum schaut es halt so aus. Was hast du nach dem Speaker-Day? Friseurtermin. Ein Friseurtermin, okay, ja. Da wird man noch mit dir auftanzen und zwar beim Naturfall. Und darum sollte man noch hübsch sein. Ah, meine Damen, wenn Sie. Danke. Ich hätte noch eine Frage an dich. Jetzt hast du uns eine ganz sachliche Geschichte erzählt, dass du zum Friseurtermin gehst. Wir hatten das ja vorhin, ich weiß nicht mehr, wer von all meinen vielen Vorrednern das gesagt hat, das mit Emotionen zu sagen. Ich möchte, dass du dir kurz deine, hast du einen Friseur oder eine Friseuse? Oder gehst du immer zu jemandem anderen? Ein Friseur. Okay, dann stell dir mal diesen Friseurladen vor
und erzähle genau dieselbe Geschichte in den kurzen Sätzen, also dass du dich wirklich freust. Du freust dich auf diesen Termin und darfst dir alle Zeit lassen, das kommt jetzt zum Schauspielerischen, dass du dich auf diesen Termin freust. Dieselbe Geschichte. Die Frage, warum ist deine Frisur heute so geleckt? Das war übersprungen. Ja. Ich bin etwas beleidigt, dass du meine Frisur heute als geleckt bezeichnest. Aber ich habe zum Glück eine Frisur an der Mitte. Und dann gehe ich zum Friseur und er ist voll nett. Und dann bekomme ich immer Kaffee und sogar Wasser ab und zu. Und wenn es ganz zett noch will, bekomme ich sogar einen Kuchen. Und dann schneidet er mir die Haare und redet mit mir über, wie es mir in der Schule, wie geht es mir bei der Diplomarbeit, wie es ihm geht. Und so vergeht die ganze Zeit eigentlich sehr schnell. Und auf einmal blicke ich in den Spiegel. Natürlich habe ich ja einen Haarschrank, keine Brille auf, also sehe ich nicht, was eigentlich passiert. Ich bin nicht da. Und dann setze ich meine Brille auf und ich bin wieder hübsch. So schnell geht das. Wow! Sehr schön! Vielen Dank! Vielen Dank, Sebastian Thomas! Ihr dürft abgehen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So. Hey. Du darfst auch gehen. Ne? Wir sehen uns dann später. Remember my words. Sie werden diesen jungen Mann in ein paar Jahren im Fernsehen sehen. Worum es mir geht. Natürlich kommen hier viele Leute hin, die so nette Anzüge tragen wie ich und die kommen hier hoch und die haben sich alles genau vorbereitet, die haben es alles überlegt und wir haben das Gefühl, ich müsste diesen Text extrem oft üben und studieren. Aber es ist alles extrem sekundär. Nee, du kannst jetzt nicht nochmal eine Geschichte erzählen, du bist jetzt fertig. Du kriegst die Schokolade später, ich verspreche dir das hoch und heilig. Das Wichtige ist, dass ihr jetzt in dem Moment da seid und das macht, was für euch in dem Moment am besten funktioniert. Dass ihr versucht, in dem Moment positiv zu sein, dass ihr Freude ausstrahlt. Dass ihr zeigt, wenn ich mich auf die Bühne stelle, ich zeige euch das mal. Hallo? Ich weiß ja nicht, ob Sie das interessiert, aber ich hätte Ihnen was zu erzählen. Dann wird es verdammt schwer, mir zuzuhören. Ich gehe mal nach da hinten, da sieht mich keiner. Ihr müsst in keins dabei sein. Ich bin absolut ein Fan davon, dass ihr hier rauskommt und sagt, hallo, herzlich willkommen, Linz, Werpeter, Tschechia. Wenn das euer Naturell ist, macht das. Ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, dass ihr versucht, hier oben zu sein, der ihr seid. Die Person, der Ali hat das vorhin immer mal wieder erzählt, dass ihr die Person seid, die ihr seid. Und das transportiert, was ihr sagen wollt. Und das ist mir, warum ich vorhin in der allerersten Präsentation gesagt habe, ich bin jetzt hier. Für mich, was mich als Impro-Schauspieler, als Präsentator interessiert, ist, wer ihr jetzt seid. Mir ist ehrlich gesagt relativ egal, was für Träume ihr habt. Ihr müsst auch gar keine Träume im Moment haben. Weil all diese Träume, all diese Zukunft entsteht daraus, was ihr jetzt in dem Moment wahrnehmt. Und wenn ihr schafft, und das ist nicht so einfach, ich versuche euch jetzt gleich einen Trick zu zeigen, wenn ihr schafft, jetzt hier in dem Moment zu sein und nicht darüber nachzudenken, oh mein Gott, ich muss in 10 Minuten meiner Präsentation fertig sein, ich glaube, meine Uhr ist stehen geblieben, das ist wirklich wahr, und ich habe nachher einen Zug, dann werdet ihr nicht jetzt hier sein. Dann habt ihr nicht diese wunderbaren Erlebnisse mit diesem jungen Mann mit den sehr langen Armen. Ihr habt nicht den direkten Kontakt zu den Leuten. Und ich möchte euch jetzt versuchen, einen Trick zu zeigen, wie ihr hier jetzt an dem Moment sein könnt, wenn euch das schwerfällt. Und deswegen, jetzt probiere ich mal was ganz Abgefahrenes. Ich hätte gerne 6 Menschen auf der Bühne. Ihr seid zu 6. Nicht du schon wieder, du warst schon mal. Ich hätte gerne 6 Leute auf der Bühne, die sagen, mir fällt das, glaube ich, schwer. Ich finde das nicht einfach, auf der Bühne zu stehen. Ja, geht einfach auf die Bühne. 1, 2, ja, 3, 4. Ich hätte gern noch jemanden von ganz hinten. Ja, du kommst auch. Ich hätte noch gern jemanden von ganz hinten, weil ihr immer so schön ruhig seid. Gibt's hier jemanden von ganz hinten, der mit mir kommt? Ja, nicht du. Dich hatten wir schon mal. Du, ja, komm her. Du? Ja? Ja, sehr gut. Oh, der. Komm, wir joggen ein bisschen. Hey. Ich werde pro Minute bezahlt. Wir müssen uns beeilen. Alright. So, Nelle, meine Damen und Herren, das ist mein schönes Ensemble, mit dem ich jetzt ein bisschen Theater machen darf. Und ober euch steht, sei ein Held. So, ich bin ein sehr großer Comicbuch-Fan, deswegen gibt es bei mir immer Comic-Helden-Vergleiche. Was wir all diesen Menschen da oben, ihr könnt mal da hochgucken. Kennt ihr die alle? Kennt jemand? Weiß jemand, wer alle 4 sind? Sehr hervorragend. Was sie alle gemeinsam haben auf dem Bild.
Und es wurde vorhin schon mal erwähnt, ich glaube, ihr habt es vorhin noch mal in der Radiodame mal kurz gemacht, ist, sie stehen alle so da. Und jetzt machen wir mal so. Wir spreizen unsere Arme aus und schlagen dabei keine Nachbarn, also kommt ein bisschen vor und zurück. Und wir ziehen sie mal nach hinten. Und wir senken mal die Schultern. Und wir machen mal so einen großen lauten Schritt, so lauter könnt. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. So. Ist irgendjemandem was bei allen Leuten aufgefallen, was bei allen Leuten passiert ist? Was? Hat jemand Erdbeben gesagt? Ja, Erdbeben ist richtig, aber nicht die richtige Antwort. Ist jemandem was aufgefallen bei allen Leuten? Ich bin gleich wieder bei euch. Hat jemand was bemerkt? Sie haben sich alle umgeschaut. Ist euch was in ihrem Gesicht aufgefallen? Sie haben alle gelacht. Haben Sie gesagt gelacht? Vielen Dank. Das ist nämlich die Antwort, die ich hören wollte. Dankeschön. Sie haben alle angefangen zu lächeln. Ich muss meine Brille putzen. Ah, meine Brille geht's gut. Sie haben alle angefangen zu lächeln. Und das ist eine extreme Macht. Wir gucken mal. Wir stellen uns mal alle hier vorne. Kommen wir zusammen an den Bühnenrand. So, schön nebeneinander. Und wir machen nochmal hier so Schultern runter, Brust raus und gucken alle böse und ernst. Böse, nicht lächeln. Und auf drei, nicht lächeln. Und auf drei, wir gehen alle nochmal zurück zu böse gucken und auf drei lächeln wir alle. Ist gut? Also, böse und Brust raus und so. Eins, zwei, drei. Ja, sehr schön, hervorragend, gut. Was, ihr dürft gerne wieder zurückgehen. Geht ihr zurück? Das Krasse ist, ich darf noch ein bisschen weiter zurückgehen, damit ich da vorne durchgehen kann. Was extrem krass ist, es gibt extrem schöne Studien, deswegen fand ich die Bleistiftgeschichte von uns so toll, wo sie Leuten einen Bleistift zwischen die Oberlippe und die Nase gelegt haben, zwar da rein, ich kann das nicht, weil ich zu wenig Oberlippe habe, und haben das einfach mal 5 Minuten sein lassen. Wir haben gesagt, du musst es halt halten, das musst du sowieso machen, das könnt ihr mal vorstellen, sieht so aus. Danach haben sie die Leute ein Gespräch führen lassen und haben versucht zu messen, wie fröhlich klang deren Stimme. Und bei allen Leuten klang danach die Stimme fröhlicher. Was ich sagen will, wenn ihr nervös seid, wenn ihr vor so einem Moment seid, und ich glaube, die meisten von euch sind gerade ziemlich nervös, außer ich glaube, du bist recht cool hier oben, oder? Ja, du bist recht cool, ich merke das schon. Wenn ihr nervös seid, ihr könnt euren eigenen Körper austricksen. Ihr könnt euch selbst austricksen. Wenn ihr es schafft, euch in so eine Position zu bringen, dabei zu lächeln, verspreche ich euch, es geht nicht sofort weg. Aber nach 2-3 Minuten, es fühlt sich schon sehr viel besser an und es fühlt sich schon recht cool an, irgendwie wie Batman oder wie Captain America zu sein. Wirklich diesen Trick zu nutzen, wir werden das gleich mal alle gemeinsam machen. Davor möchte ich noch was anderes probieren. Und zwar, ich teile euch hier in der Mitte. Ihr vier, geht doch mal kurz auf die Seite von der Bühne und ihr vier stellt euch mal hier auf. Ihr könnt einen Schritt weggehen und ihr habt folgende Aufgabe. Und zwar, ich möchte, dass ihr alle in eine Pose geht, die ist so. Schultern vor, leicht gebeugt, ihr guckt immer noch nach vorne. Ihr könnt so die Füße mal ein bisschen eindrehen und so und so. Und viel atmen, so. Ja, genau. Jetzt haben wir gelernt, ne? Wir sind jetzt alle Superhelden, wir gehen in die Superheldenpose. Und wir gucken einfach mal, was passiert, wenn die zwei aufeinander zulaufen. Ihr werdet euch nicht antreffen, also nicht gegeneinander anbumsen, sondern einfach mal aufeinander zulaufen. Alles klar? Helden? In der Heldenposition? Hey, hey, hey. Heldenposition, ja. Justice League of America. Und ihr so runter. Und wir probieren es mal. Und go! Hey, hey, lauf weiter, versuch weiter. Weitergehen, Helden, weitergehen! Okay, wir probieren das nochmal. Ihr seid jetzt mal Helden. Ihr geht so. Was ich möchte ist, dass ihr aufeinander zugeht, aneinander vorbeigeht und einfach mal guckt, wie das wirkt. Nichts weiter. Ihr sollt einfach aneinander vorbeigehen, immer Held bleiben, größter Held, den das sein können und immer so, ne, so, ja genau, so quasi Modo-mäßig, ganz genau. Okay, und bitte, und tschüss. Alright. Ich habe wieder so eine ganz clevere Frage. Sie dürfen diesmal nicht antworten, weil vielleicht kennen Sie ja die Antwort. Ist euch was aufgefallen, wo ihr gesehen habt, wie die aneinander vorbeigegangen seid? Irgendjemand hat das Gefühl, sagen, was euch immer euch aufgefallen ist.
Ich werde nach der Minute mit. Ja, einfach rufen. Ja. Und dass die eine Obergänger und die anderen Hecher sind, haben die eine höhere Position und die fühlen sich natürlich sehr stärker. Die sind erhoben. Die sind erhoben und die fühlen sich stärker. Und wie hast du das dann gesehen, wo sie aufeinander getroffen sind? Dass die langsamer geworden sind. Dass die einen langsamer geworden sind. Sehr schön, sehr schön. Und was ich auch gesehen habe, ist, die Leute, die so laufen, die weichen mal tendenziell weniger aus. Ne? Die anderen machen erst, okay, sorry, gut. Ich möchte niemandem von euch beibringen, wie er dafür sorgen kann, dass andere Leute ihm ausweichen, aber es funktioniert. Lauft mal so durch den Bahnhof und guckt, was passiert. Was ich euch sagen möchte, ist nur, mit diesen einfachen Tricks, wie ihr euren Körper verändern könnt, könnt ihr diese Wirkung auf andere erzielen. Meine Damen und Herren, klatscht bitte für mein Riesenensemble. So. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Hey, ich habe noch 5 Minuten, sehr schön. Sei ein Held und lächle. Weil der Unterschied, wir haben das ja vorhin schon gesehen, wo sie alle nebeneinander standen, der Unterschied, welche Wirkung das machen kann. Und ein Mensch, der das extrem gut verwirklicht hat, vielleicht kennen ihn ja auch der eine oder andere von euch, ist der Mann. Weil er konnte das extrem gut, dass er mit seiner extremen Größe durch ein Lächeln nicht nur Selbstsicherheit, weil Selbstsicherheit alleine reicht nicht, das ist ungefähr so arrogant wie ein blöder Piefke, sondern dass die Selbstsicherheit auch vermittelt, ich bin keine Gefahr für euch. So, Nelle, last but not least. Wer kennt die beiden? Die zwei gucken, wer ist das? Sehr schön, hervorragend. Alexander von der Mell und Norbert Hofer. Ich habe nach den beiden gesucht und Blickkontakt bei Google eingegeben. Ich benutze noch Google, ich bin noch nicht bei YouTube. Ich habe keinen Snapchat-Account, es tut mir furchtbar leid, ich bin alt. Und man findet fast keine Bilder, wo die sich angucken. Warum? Die wollen sich auch nicht angucken. Die haben auch überhaupt kein Interesse, miteinander zu reden. Genau das drückt exakt das aus. Die reden zu anderen Menschen. Die reden nicht zueinander. Und man merkt das. Die größte Macht, wie ich die meisten Leute in meinem Leben stillkriege, ist, dass man sie anguckt. Weil dann bin ich bei dir zusammen. Wir zwei sind jetzt in Kontakt. Ich versuche bei sowas mit jedem Einzelnen zu viel, ich schaffe euch leider nicht alle, aber mit jedem Einzelnen mal einen Blickkontakt gemacht zu haben. Und dort entsteht etwas, was ganz, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist. In dem Moment, wo ich vor fremden Leuten stehe. Und zwar, dass wir Kontakt aufbauen. Wenn ich dich angucke, versprechen wir uns beide, ich bin jetzt mal keine Gefahr und du bist keine Gefahr. Weil jemand, der dich nicht anguckt, der ist sehr viel gefährlicher. Und das sind alles Methoden, wie ich auch sowohl euch wie auch mich, was wir miteinander ein bisschen vertrauenswürdiger umgehen können. Zum Beispiel den zwei. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer von euch weiß, aus welchem Film das kommt, darf mal klatschen. Klatschen. Es ist nicht schlimm, dass jetzt vor allen Dingen die Lehrkräfte klatschen. Der Film ist Casablanca und der ist aus den 40er Jahren. Das ist einer der berühmtesten Filmkurse der Welt. Weiß jemand, welchen Satz der Mann jetzt gerade gesagt hat? Nein, es ist nicht der. Weiß es? Ja? Sie? Ich schau dir in die Augen, Kleines. Okay. Was ich jetzt gerne mit euch noch kurz bevor wir am Schluss sind machen möchten, ist, dass ihr nochmal zu der Person geht und ich brauche nochmal einen Freiwilligen. Darf ich einen Freiwilligen hier aus dem Anfang haben? Ich brauche schnell. Darf ich dich haben? Ja, genau, du. Komm, ganz einfach. Hey, tschau, komm mit mir. Folgendes. Probiert einfach mal. Wir machen das nicht lang, vielleicht eine Minute. Mal gucken, was bei euch rauskommt. Wir zwei gucken uns an. Wir vergessen die zwei. Wir sind nicht da. Und ich sage ein Wort und du sagst das erste Wort, das dir in den Sinn kommt. Egal, was es ist. Egal, ob es dauert. Nee, ganz egal. Egal, welches Wort. Okay? Baum. Oh. Apfel. Apfel. Das ist die richtige Antwort. Hier ist dein Mikrofon. Ich sage dann auf Apfel das erste Wort, das mir in den Sinn kommt. Kuchen. Apfelkuchen. Sehr gut. Schlagsahne. Obers. Ja. Militär. Jägermeister. Schnaps. Yes. Sehr schön. Genau so. In dem Moment, wo euer Partner solche Sachen sagt, die nicht so ganz adäquat sind, so wie Jägermeister, und das schmeckt schon recht lecker, das Zeug,
habt ihr ein Level von Vertrauen gemacht. Es ist eine simpelste Übung. Ihr sagt ein Wort, die andere Person sagt das erste Wort, was euch in den Sinn kommt, und ihr sagt dann wieder das Wort, was euch in den Sinn kommt. Okay? Geht zu zweit zusammen in eurem Nebenmann und macht mal eine Runde Assoziation. Und wir machen weiter, und zwar mit Mikrofon. Okay. Uhr. Uhrmacher. Beruf. Autoverkäufer. Halunke. Strizi. Stripptänzerin. Apfelbaum. Apfelkuchen. Oma. Lieb. Die große Liebe fürs Leben. Ich selber. Oh, wow. Holy. Komm, mach's mal mit. Zusammen. Wir bringen ihn zum Klatschen. Okay, komm. Wie war dein Name? Ich hab's vergessen. Maxi. Maxi, vielen Dank. Vielleicht findest du am Ausgang eine Flasche Jägermeister, vielleicht aber auch nicht. Okay. Ich kann's nicht versprechen. Vielen Dank. Maxi! So, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Uhr ist wirklich stehen geblieben und ich bin am Ende meiner Zeit. Ich möchte euch gerne einfach, wenn ihr das nächste Mal, wenn ihr in Linz seid und ich glaube im Posthof wird Impro-Theater, Theatersport gespielt, geht euch das angucken. Macht Kurse, es ist total geil. Und die wichtigsten vier Sachen, die mir wirklich wichtig sind, worum ich diesen ganzen Blödsinn mache, ist, was ihr mitnehmen könnt für mich, ist, erzählt eine Geschichte, denn ihr erzählt eh immer eine Geschichte. Macht es persönlich. Macht es, dass es irgendwas mit euch zu tun hat, weil dann ist es sehr viel interessanter, als wenn es von irgendjemandem anderen passiert ist. Sei ein Held, weil Held sein ist total geil. Sei in Kontakt mit den anderen Menschen um dich herum. Und das Allerwichtigste, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen, weil mir hat es Spaß gemacht. Habt Spaß bei dem, was ihr tut. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum letzten. Ciao!